Es ist schon ein Kreuz mit dem Kreuz. Theoretisch dürften am 22. September knapp 62 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben. Praktisch werden dies aber nur 70% der Wahlberechtigten tun. Wir wollten von den Bielefeldern Bürgern wissen, ob sie zur Wahl gehen oder ob sie glauben, dass die Schar der Nichtwähler noch größer werden könnte. Ich bin auch wahlmüde, aber ich mache das halt, weil ich älter bin und immer schon gewählt habe, weil ich es ganz wichtig finde als mündigen Bürger. Wahlkampf interessiert mich nur am Rande. Natürlich geht man wählen. Keine Frage, das muss man machen. Man muss ja auch ein bisschen mitbestimmen, weil man kann nicht sagen, ich gehe nicht wählen und sich hinterher über die Politiker aufregen. Es sind alles das Gleiche. Es ist kein Unterschied zwischen rechts und links. Es ist einfach nur so ein Mischmasch. Ich denke mal, dann wäre es vielleicht besser, wenn man hingeht und sein Kreuzchen einfach, also ne, die Stimme ungültig macht, dass man da ein Zeichen setzt, aber nicht gar nicht gehen. Ich habe das im Fernsehen so ein bisschen verfolgt, dass auch viele Jüngere jetzt ja anfangen zu wählen und sich auch für Politik interessieren. Und deswegen denke ich, dass es immer mehr wird. Die Leute sind verunsichert, wissen gar nicht, was sie wählen sollen. Geht mir auch so. Es ist sehr schwammig, was die Parteien von sich geben und es ist auch sehr übergreifend, sodass sie sich gar nicht mehr so eindeutig voneinander absetzen. Und die Vergangenheit zeigt, dass viele Versprechen gegeben werden und letztlich leider nicht eingehalten werden. Es gibt ja im Augenblick die Tendenz, nicht zur Wahl zu gehen, gerade unter jüngeren Leuten, weil die sagen, es ist ohnehin alles egal und ob ich nur mein Kreuz mache oder nicht mein Kreuz mache, ändern kann ich nichts. Ich würde aber sagen, es ist ein großes Verdienst, dass wir in einem demokratischen Staat leben, dass wir die Möglichkeit haben, überhaupt zu wählen. Das ist nicht selbstverständlich. Insofern sollte man diese Möglichkeit auch ausschöpfen, auch wenn man ganz direkt nun nicht unbedingt die Politik dadurch ändern kann.